Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mal von hinter der Kamera jetzt. Ja, ein bisschen ungewohnt. Sonst fahre ich diese Strecke immer in die andere Richtung. Diesmal geht es die Grumbach hinauf. Ja, wo ich hinfahre, anders erkläre ich euch gleich. Ja, machen wir es richtig. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe das ja vorhin schon hinter der Kamera gemacht. Eine kleine Tour heute. Dreiviertel Halbtagestour, sagen wir mal so. Ich werde jetzt nach Blieskastel fahren und von dort auf diesen Freizeitweg Richtung französische Grenze einsteigen. Und ja, ich möchte den Alexanderturm besuchen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Da war es aber noch eine Ruine. Da sollte ich was getan haben. Zumindest mal so sieht es in der Zeitung aus. Ob das dann wirklich so ist, werden wir sehen. Einmal Tern bitte. War ursprünglich auch anders geplant. Ich wollte eigentlich mit einem Biorad fahren, aber da ist dann die Zeit ein bisschen dazwischen gekommen und hiermit bin ich zumindest mal ein bisschen schneller. Im Prinzip ja auch nichts Falsches gemacht, wenn man ein E-Bike verwendet. Das ist ja ganz normal heutzutage. Ja, wie gesagt, zur Ruine des Alexanderturms, und der ist hier leider Gottes nicht drauf. Nein, auch der kleinen Karte kann man es auch nicht darstellen. Also gut, ich hocke mich jetzt hier wieder aufs Rad und dann geht es weiter hier die Grumbach hinauf in Richtung Senkscheid. Der erste ernstzunehmende Berg von vielleicht zwei, ich weiß es nicht, hier. Es geht Richtung Senkscheid und hier im Wald. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Das Grün sieht trocken aus. Es liegen viele Blätter schon hier auf dem Weg. Die Brombeeren, rechts und links hier auf den Brombeerhecken, sind klein, verkümmert. Zwar sehr süß, aber auch trocken. Also alles nicht schön. Ja, ohne Steigung, gefühlte 5-6%, aber alles in Ordnung. Man sieht hier wirklich jetzt, wenn ich hier mal hochfahre, auch wenn hier alles, sage ich mal, doch grün ist, aber das ist irgendwie, ja, das Gefühl der Trockenheit. Man kommt nicht drum rum. Es ist einfach allgegenwärtig. Ja, es ist eine komische Situation. Ja, es ist Ortsausgang Rittersmühle, ein Roadtrip bisher von Senkscheid aus. Eine Landstraße mit wenig bis gar kein Verkehr. Ja, es ist fast wie ein Radweg. Und es ist ein bisschen zäh, weil der Wind von vorne kommt. Aber man hat ja kann man sich ja helfen lassen. Abseits der Straße, ja, ich darf ja mal über eigenes Geläuf fahren, die Fahrradstraße Richtung Blieskastel. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich da schon lang gefahren bin, in welche Richtung auch immer. Ja, es bietet sich halt eben an, wenn man von Saarbrücken kommt und Richtung Blieskastel fährt, ja, dass man, wenn man unten durchs Tal fährt, so wie ich heute, hier irgendwann langkommt. Hier oben rum haben wir heute so stressig. Nein, ich habe heute keine Lust gehabt. Vielleicht nachher auf dem Rückweg, mal schauen. Aber ich weiß es nicht. Es ist trotzdem eine schöne Strecke. Ja, die man für sich hier alleine hat, ab hier darf man auch dann wieder mit dem Auto fahren. Also Freunde, das ist Infrastruktur für Fahrradfahrer. Soll so aussehen. Ja, und da kann man sich mal überlegen, was man sonst wo so geboten kriegt. Aber alles gut. Eichhörnchen. Ja, was man sonst so geboten kriegt hier auf dem Land. Da ist die Welt ja noch in Ordnung. Und das mit der guten Infrastruktur. Ja, ist natürlich nur eine kurze Angelegenheit, denn für ein paar hundert Meter weiter darf man natürlich wieder auf der Straße fahren. So ist das halt mal.
Jetzt ist natürlich die Infrastruktur besser, so wie man sich das wünscht. Autobahnmäßig fürs Rad hier der Glan-Blies-Radweg, der Saarland-Radweg, die Velo vis-à-vis, glaube ich auch, weiß es aber nicht so genau. Oder was sonst noch hier lang trassiert ist. Ein ehemaliger Bahndamm und der begleitet mich jetzt bis in Höhe Blickweiler. Ja, die Barockstadt Blieskastel lasse ich mal links liegen. Ja, eigentlich rechts. Ja. Und fahre jetzt hier weiter auf diesem wunderbaren Damm. Asphaltiert. Ja, Richtung Blickweiler. Und da hoffe ich mal, ein neuer Biergarten, sollte man sich mal merken. Ne? Ja, und dann hoffe ich, dass ich irgendwo bei Blickweiler oder kurz dahinter die Abzweigung finde, ja, um zum Alexanderturm zu kommen. Vielleicht ist es auch ausgeschildert. Die Hoffnung diesbezüglich, naja, stirbt ja bekanntlich immer zuletzt. Ich wollte gerade sagen, es kommt jetzt keiner, aber ist halt so. Ja, der erste Versuch, daneben der zweite Versuch, passt vielleicht jetzt besser. Ich wollte gerade sagen, man hat ja heute den Weg für sich allein, es ist unter der Woche, nachmittags. Und direkt kam dann jemand. Aber hier, ja, ich freue mich gerade über diesen leeren, schönen Radweg, den ich noch so gut und gerne 3 Kilometer mein eigen nennen darf. Bevor ich dann abbiege, ja, zur Ruine des Alexanderturms oder besser gesagt das, was dort gegebenenfalls neu aufgebaut worden ist. Wie gesagt, es gibt ein Bild in der Zeitung, aber ich möchte mal sehen, ob das wirklich so ist. Also, geben wir noch ein bisschen Gas, dann sind wir auch gleich da. Ja, ich bin wieder hochzufrieden mit meinem Tern. Das läuft wieder ausgezeichnet. Ja, schauen wir uns hier mal noch kurz die Karte an. Hier. An dem X stehen wir, da geht es für mich jetzt hoch und das hier, nehme ich mal an, ist der Alexanderturm und dann werde ich hier, naja, diese Strecke da, die Velo vis-à-vis, nach Blieskastel zurückfahren. Das ist mal der Plan. Ja, Leute, trocken, haben wir vorhin schon gesagt. Mal so abwechselnd kommt da unten jemand. Ja, ich muss jetzt da hinten den Berg hinauf. Ja, weil, dann tun wir das mal. Ja, und ich bin so frei. Ich radle jetzt einfach mal hier im Tourmodus hinauf. Warum auch nicht, man hat den Modus. Und ja, dann benutzt man halt mal. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 130 Höhenmeter auf 2,6 Kilometer Strecke. Naja, geschenkt. Die alte Weisheit, natürlich, wenn man irgendwo hochfährt, hat man eine prima Aussicht. Ja, Blick über den Bliesgau. Da vorne der spitze Turm, wenn es die Kamera dann hergibt. Biesingen, ja. Und hier immer noch bergauf. Aber auch da vorne tut sich was. Das war das letzte Mal auch noch so eine Bauruine. Auch da wird saniert. Alles gut. Ich hoffe mal, der Windschutz hilft hier wirklich, weil es ist ein bisschen windig hier oben. Man sieht die Staubfontäne. Ist gerade hier in den Bäumen verschwinden. Allerdings, ja, auch hier ist alles, ja, knochentrocken. Ich bin immer noch im Anstieg, aber man sieht es ja hier zu meiner Rechten, das hat da oben irgendwann mal Ende. Aber bei solchen Wegen meckert man nicht. Das radelt man dann einfach mal runter. Ja, der Alexanderturm kommt näher. Ich habe jetzt nicht bei Komoot nachgeschaut, ob ich richtig bin, sondern bin der Ausschilderung nachgefahren. Und so ein Weg hier. Ja, ist dann die fahrtechnische Grenze für 20 Zoll. Also das geht nicht mehr. Ich muss jetzt schieben. Eben noch über den Weg geschimpft und dann das hier.
Ist auch nicht besser. Ist zumindest mal nicht abgesperrt. Eigentlich kann man da mal hingehen, dass man hier, wobei ich weiß es nicht, es ist nichts dokumentiert, aber es sieht so aus, als wenn hier die Archäologen zugange gewesen, ja, und hätten mal von früher irgendwas ausgegraben. Ja. Ja, Dinge findet man am Wegesrand, wenn man schiebt oder hier schieben muss. Ich muss mal gucken, es gibt da irgendwo noch einen anderen Weg, den ich mal wieder, ja, versammelt habe, dass man hier nicht über dieses Geholperz da muss. Da vorne darf man auch noch den Kopf einziehen. Naja, Komoot halt, ne? Aber was soll's, besser so ein Weg als gar kein Weg. Gut, ich schaue jetzt zu, dass ich da jetzt langsam zum Alexanderturm komme und dass wir dann, ja, uns langsam auf den Rückweg machen. Ja, die Aussicht ist natürlich bombastisch von hier aus, oben vielleicht noch besser. Mal gucken, was hier drauf steht. Ja. Da kann man dann lesen, wie das Ganze hier aussieht und warum das da ist, ja, und warum er so aussieht, wie er heute aussieht. Ja, gehen wir mal hoch. Ja, das nennt man meine Aussicht. Schaumberg, Wexbach, Hücherberg. Ja. Der Donnersberg. Das ist dann eher wohl da hinten die Erhebung. Ja, zwei Brücken, Pirmasens, Blick Richtung Osten. Richtung Wald. Ja, da hat sich was getan. Über sowas freue ich mich ja immer. Ich muss ja noch mal herkommen, also das Ding steht ja jetzt schon da, das da soll noch kommen. Ja, und da hätten wir hier im Saarland wieder ein Kleinod mehr zum Besuchen. Also, das ist schön, ich mache mich jetzt hier über den frisch geschotterten Weg irgendwo da hinten runter. Da war ich schon mal im Rad und dann wird es von dort aus, ja, wieder in Heimat gehen. Jo, aber erstmal zu Fuß gehen, Bank suchen, Bier trinken. Ich bin wieder auf dem ordentlichen Radweg. Naja, ordentlicher wäre, wenn er asphaltiert wäre, aber das ist natürlich hier, das muss nicht unbedingt sein, außer dass man wieder das Rad putzen darf. Ja, ich tucker jetzt hier mal runter ins Tal. Also besser gesagt, ich suche erstmal die Velo vis-à-vis. Und dann geht es hinunter ins Tal in Richtung Bedenheim, Riskastel, und dann fahren wir das Ganze wieder zurück. Ja,
Ich freue mich immer über solche Sachen, die man mal wieder neu entdecken kann in der Heimat. So, und bevor ich mich jetzt hier auf dem bisschen lockeren Kies hier auf die Schnauze lege, ja, machen wir erstmal die Kamera weg und radeln mal ein bisschen. Jetzt fragt mich bitte nicht, wie das Dörfchen da unten heißt. Ich weiß es nicht. Ja, müsst ihr auf der Karte schauen. Könnte vielleicht Pinningen sein. Altheim vielleicht, weiß ich nicht genau. Ja, warum stehe ich hier? Denn hier hinter mir gibt es eine Bank und einen Tisch. Nämlich ihn da. Und da werde ich jetzt mal eine kurze Trinkpause machen, bevor es weitergeht. Das hier ist doch jetzt eigentlich ein schöner Platz zum Verweilen. Mal ein bisschen weiter gedacht, auch wenn es verboten ist, ein noch schönerer Platz zum Wildcampen. Und was für eine Aussicht! Da ist es wieder, das Asphaltband bergab. Ja, schade, dass ein Auto kommt und ich kann nicht mal wieder sagen, ich hab's wieder mal für mich alleine. Ja, hofeigene Salami, Nudeln, Öle, Eier, Milch, Marmelade, Kartoffeln. Schlaraffenland. Da hinten hängt irgendwo Regen. Ich hoffe, ich werde davon verschont, aber ich sage, wir brauchen ja dringend. Aber ich habe keine Regenklamotten dabei. Ja, ich bin unterwegs hier auf einer mäßig schönen Betonpiste Richtung Webenheim, in Richtung Biskastel. Das ist ein Teil der Velo vis-à-vis. So, und weil mir das Geläuf hier zu aufgebrochen und zu schlecht wird, beziehungsweise die Geschwindigkeit zu hoch wird, oder jetzt geht es gerade ein bisschen, kann man noch ein bisschen weiter filmen hier. Ja. Ich mache mich jetzt auf den Weg Richtung Heimat. Das ist dann noch so von hier aus ein bisschen mehr als eine Stunde, aber auch das will geradelt werden. Und dann, ja, ist dann auch schon Feierabend für heute. Ne? Und auch hier abgemäht, braun, gelb, das sind die bestimmenden Farben. Zwischendurch mal grüner Wald, aber auch, naja, alles trocken. Gut, es geht weiter. Gern Heimat. Das ist dann irgendwann diese Richtung da hinten, wo der Regen am Himmel hängt. Naja, sei es drin. Die Kirche, Schrägstrich, Kapelle, die man hier hinter der Scheune sieht, das ist schon Blieskastel. Ja, ich bin hier durch wirklich ein verschlafenes Dörfchen gefahren. Also Webenheim gefahren, ja. Und ja, ich suche jetzt den Weg gen Heimat. Ah, da vorne kommen wir dann wieder in Geläuf, wo ich mich wieder ein bisschen besser auskenne. Aber es ist alles gut ausgeschildert, das muss man sagen. Deshalb, ja, kann ich immer wieder sagen, hier im Saarland kann man die großen Wege eigentlich ohne Karte fahren. Naja. So, ich drehe jetzt ein bisschen die Pedale, dass ich ganz langsam mal gen Heimat komme. Und das noch mit Rückenwind. Freut mich noch ein bisschen mehr. Also, ich fahre jetzt mal ein bisschen. Als hätten wir diese Stelle nicht eben schon in der anderen Richtung gefahren. Ja, aber im Moment genieße ich ein bisschen hier die Abgeschiedenheit. Denn Straße habe ich noch genug heute. Okay, das ist so. Aber dann kann man diese Stücke hier wenigstens noch mitnehmen.
Das ist doch mal ein Brummer. Eine Hornisse hier am Waschhaus. Ja, zwei Dinge muss ich jetzt tun. Erstens Durst. Zweitens hier den Akku wechseln. Der ist nämlich alle. So, machen wir das und dann geht es auch schon gen Heimat. Ja, und egal wie trocken es ist, hier hätten wir noch ein bisschen Wasser. Und zwar noch genauso viel wie sonst auch. Also, ich habe jetzt zwei Jobs zu tun und dann geht es dann weiter. Jagdmodus. Den kennen wir ja. Ja. Heißt auch, meine Tour liegt in den letzten Zügen. Ich fahre jetzt hier durch die Grumbach, Aschafbrücke und dann gen Heimat. Jo. War eine schöne Tour heute bei sehr angenehmem Wetter, so um die 23, 25 Grad. Keine direkte Sonne, das ist doch alles wunderbar nach diesem heißen Sommer. Ja, ich lasse es jetzt mal rollen und dann sehen wir uns noch. Also, ich gebe mal ein bisschen Gas, dass die Heimat auch wirklich näher kommt. Ja, et voilà, die Heimat. Ich habe es geschafft. Ja, fast zu Hause. Es gibt noch so zwei Dinge, die ich nachreichen möchte. Also erstmal der Jagdmodus war erfolgreich. Ja, und weiter das schlechte Wetter, das ich vom Bliesgau aus gesehen habe, ist weitergezogen Richtung Völklingen, Richtung Saarlouis. Es ist halt immer noch trocken, also okay, war da nicht so schön, aber was will man halt machen, es ist so. Ja, letzte Tour im Sommer. Ab morgen haben wir kalendarisch Herbst. Das ist ja dann auch nicht immer die Zeit, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe für zu touren. Schauen wir mal, was an Touren rausspringt. Ja, noch hier mal ein Blick über das große Rund, sage ich dann einfach mal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, in der Vollständigkeit halber 72 Kilometer.